habe noch den Partnernamen vom letzten Part nicht bestimmt. Ich finde es interessant, dass das Dorf Ember heißt, weil passt ja irgendwie zum zum Thema Ifrit und Phönix, Feuer, so, und die haben ja der Schutzkristall des des Feuers. Ja gut, Schutzkristall jetzt nicht, aber Mutterkristall halt. Aber es gibt 8 habe ich es richtig verstanden? Es gibt 8 8 Dominus. Mit jeweils also einer essbar, mit jeweils einem Element. Wir wissen jetzt mittlerweile, wenn, dann müssten es 9 sein, weil es gibt ja 2 des Feuers. Warum gibt es denn nur 5 Kristalle? Sind schon ein paar Kristalle vernichtet? So, ich will aber durch dieses Gebiet laufen, weil das ist auf jeden Fall auch Neuland. Können uns noch eine Leiste geben, aber na. Erst wenn wir das hier haben. Das brauche ich nicht. Das ist zwar nice to have, aber ich konzentriere mich lieber auf Sachen, die ich brauche, die ich nutze. Und alles andere will ich dann, wenn wir sonst nichts mehr brauchen. In deinem Gesicht macht übrigens. Oh, wenn ich dir das erzählen würde, würde ich, glaube, einen Hass bekommen. Aber Tatsache, mit der Narbe denken die meisten jetzt, wir sind einfach nur ein normaler Typ. Dieser Pass führt uns durch die Berge. Und auch direkt zu wem oder was auch immer dort auf der Lauer liegt. Aber wir hätten von der anderen Seite wahrscheinlich gar nicht kommen können. Was? Was machen die denn hier? Seit dem Apoditerium sehen wir mehr und mehr von diesen Echos. Was
denkst du, lässt sie erwachen? Das Erlöschen der Mutterkristalle? Ich habe eine Vermutung. Doch sie wird dir nicht gefallen. Na, aber die laufen auch jetzt hier rum. Ganz genau, das sehe ich auch so. Mich noch mal ein bisschen umgucken. Aber hier gibt's nichts. Jeden Winkel auskundschaften, ne? Yeah!
muss auch die Schönheit des Spiels einfangen, ne? Und... Blut. Blut, Clive. Es ist noch frisch. Euch wurde befohlen, im Dorf zu bleiben. Die Schwarzschilder. Offensichtlich wisst ihr, wer wir sind. Und trotzdem... Wagt ihr es, eure Waffen zu ziehen? Dann möchte ich euch danken. Ihr erspart uns nämlich eure langwierige Befragung und Folter. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Wie kannst du es wagen? Ich werde euch zeigen, was ein echter Schild ist. Ah, ihr habt doch keine Chance. Final Fantasy 7 Remake werden wir ja auch noch spielen, aber da muss ich mal gucken, ob wir das nicht so nah wie möglich zum... Ich glaube, wenn wir einen Release-Termin haben für Rebirth, dann ziehe ich es in Erwägung, da mal zu spielen, damit wir es auch zeitnah nochmal gespielt haben. Aber wir haben so viele Final Fantasies noch vor uns. Jetzt sagst du mir, was ich wissen will. Nach wem sucht ihr? Haben wir jemanden am Leben gelassen? Naja, halt. Ich hier bring eine Nachricht. Wir haben eure Freunde, die Träger, die ihr aus unseren Lagern befreit habt. Sie sind alle in Ultil. Hüter der Flamme. Ultil ist das Dorf da vorn. Dann los. Und wenn wir da waren, dann können wir auch, haben wir irgendwann eine Verbindung hierzu. Das allein schon ist ein riesiges Gebiet hier. Zusammen mit dem, was wir jetzt noch haben. Und danach ist eigentlich das Gebiet komplett. Kommt man hier nur noch zu Nebenmissionen oder so hin wahrscheinlich. Oder mal so. Na, hier ist noch was.
Vielleicht kommen auch neue Orte hinzu, obwohl glaubt hier. Es kommen eher die anderen Gebiete werden eher noch vergrößert oder kommen noch hinzu. Okay. Und im Final Fantasy VII Remake werden wir auf jeden Fall auch Fotos schießen, ne? Und ich freue mich so auf Rebirth, weil in Rebirth kann man die Funktion, die man im Remake mit dem DLC bekam, bekommt man dann für alle Charaktere. Tod. Nämlich diese Combo-Moves. Ach du heilige Scheiße. Soll das ein Zeichen an uns sein? Das macht mich eher noch wütend. Mutters Werk. Warum? Warum sollte man... Weiß ich nicht. Ich habe sie nie verstanden. Diese Hexe muss brennen. Oh, Clive. So, sowas würde ich nicht mal mehr Mutter nennen wollen. Dann setze ich ein Ende. Ein für alle Mal. Wir sollten gehen. Ja. Aber leider reicht es nicht, unsere Mutter zu töten. Werden wir nicht. Aber wenn die Schwarzschilde. Wir müssen auch den Kaiser miterledigen. Sind sie vielleicht schon in Port dann ist das Gebiet der Kaiserlichen befreit. Denn. Obwohl. Vielleicht können wir diesen Ort ja doch für uns beanspruchen, wer weiß. Aber wir brauchen eine Armee. Wir brauchen auch welche, die die Träger halt wirklich nicht als Abschaum ansehen. Brücke. Doch nach Rosalith wird man uns sicher nicht durchlassen.
Da lebt noch was. Aber gut, das war ja nur in der Stadt. Bist du zufällig an Old Hill vorbeigekommen? Ja. Ich hatte beobachtet, wie ein paar Kaiserlinge in schwarzen Rüstungen dorthin marschiert sind. Und am nächsten Morgen konnte man den Himmel vor lauter Krähen nicht sehen. Wirklich, Mama? Ich habe Schreie gehört. Da muss was passiert sein. Wenn wenigstens ein Königreich noch normal wäre, ne? Aber die sind ja alle sind solche grausamen Herrscher. Zu Ehren des 250-jährigen Jubiläums der Gründung des Großherzogtums Rosaria. Was soll ich mit meiner Nacht schaffen, wenn ich nicht zum Markt komme? Alles Rosaria. Wieso lässt man sie nicht ein? Papa, ich hab Hunger. Und wenn ich denn das stimmt, was ich gesehen habe über Final Fantasy VII Rebirth. Also, eigentlich habe ich ja nur den Trailer gesehen, den jeder gesehen hat. Es wird scheinbar wirklich richtig krass. Das erste Open World Final Fantasy, könnte man sagen. Obwohl, vielleicht sind auch nur die Gebiete riesig, wer weiß. Aber selbst das würde mir sogar reichen, wenn da riesige Gebiete wären. Ah! Ich hoffe, dass sie für Final Fantasy VII Rebirth auch den Fotomodus sofort reinmachen. Ich meine, hier haben sie es ja auch mal geschafft, den Fotomodus sofort zu bringen. Vielleicht haben sie im Remake gar nicht dran gedacht und weil Fans das wollten, haben sie es erst dann reingemacht. Was krass ist, man kann ja wirklich Fotos überall schießen. In Sequenzen zum Beispiel. Der Fotomodus funktioniert nur leider nicht in dem letzten Kapitel. Weil ja da jedes Bild schwarz sein wird. Leider. Das ist ja hier. Die letzte. Teil des Gebietes ist richtig schlauchig, aber es macht nichts. Auch mal gut. Da muss ich nicht so viel erkunden. Oh, hier gibt's ja wirklich noch was. Es wird hier noch mehr kommen. Das ist das Lazarusviertel? Ja, es wirkt verlassen. Meine Mutter muss die Adligen hier vertrieben haben. Hoffentlich hat sie meinen Onkel verschont. Nicht ein Tag.
Was? Da ist das Haupttor. Aber wir sind wohl nicht die Einzigen, die rein wollen. Aber die Frage, die ich mir stelle, warum jetzt? Warum jetzt? Es sind 5 Jahre vergangen. Warum machen die diese Aktion jetzt? Warum auch genau dann, wenn wir zu unserem Onkel wollen? Lasst uns durch! Meine Kinder verhungern! Hab Gnade! Sind die Hunde dieser Verräterin? Wir bleiben, bis ihr uns reinlasst! Lasst uns rein, oder wollt ihr, dass wir hier sterben? Besser draußen als drinnen! Verpisst euch! Hängt die fetten Schnösel, die Kristalle gehören uns allen! Verfluchte Hurensöhne! Ich haut euch, Gesindel! Verräter seid ihr! Wollt ihr, dass ich euch abschlachte? Versuch's doch! Da werden wir nicht unbemerkt durchkommen. Es muss einen anderen Weg geben. Ich hatte gehofft, die Wachen überreden zu können. Zur Not mit ein paar Gill. Da scheinst du nicht der Einzige gewesen zu sein. Gibt es noch ein Tor? Offiziell nicht. Inoffiziell schon. Mein Onkel hat mir mal von Tunneln unter der Stadt erzählt, durch die sich Adlige im Notfall hinausretten konnten. Nach Lazarus. Ah, jetzt können wir das Gebiet. Vielleicht kommen wir von dort in die Stadt. Versuchen wir es. Der Ort wirkte wie ausgestorben. Ob es sicher ist? Solange wir die Einzigen sind, schon.